Hallo und herzlich willkommen bei Xbox View TV. 2007 erschien der fünfte Teil Segas bekannter 3D-Beat'em-Up-Serie, Virtua Fighter. Nun bringt Sega eine überarbeitete Fassung in die virtuellen Läden. Virtua Fighter 5 Final Showdown. Ob sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr hier im Test. Virtua Fighter ist bekannt für seinen Realismus. Anders wie zum Beispiel in Street Fighter hüpfen unsere Gegner nicht durch die Gegend, sondern verhalten sich authentisch und bewegen sich auch so. Jeder der 19 Charaktere hat verschiedene Kampfstile. Das merkt man auch an deren Bewegung. Die Kämpfe sind fein animiert und sehen aus wie in einem Martial Arts Film. Die Steuerung geht gut von der Hand. Das Spiel kommt nämlich mit nur 3 Tasten aus. Schlagen, treten und verteidigen. Spezielle Attacken werden dann noch über die Pfeiltasten gesteuert. Virtua Fighter 5 Final Showdown kommt auch mit neuen Modi daher. Im Arcade-Modus des Singleplayers können wir unsere Fähigkeiten gegen den Computer beweisen. In Score Attack müssen wir gegen eine Reihe von Gegnern antreten. Zuletzt gibt es License Challenge. In diesem Modus müssen wir bestimmte Aufgaben erfüllen und dann den Kampf gewinnen. Alle Modi sind leider auf den ersten 2 Schwierigkeitsstufen sogar mit Button-Bashing relativ leicht zu meistern. Anders ist das im hervorragenden Online-Modus. Wer hier Siege davontragen will, muss üben. Neueinsteiger werden es nicht einfach haben. Allerdings kommt das Spiel mit einem Trainingsmodus daher. Hier gibt es unter anderem ein Tutorial, in dem uns die Grundlagen näher gebracht werden. Grafisch hat Sega das Spiel optimiert. Die Kämpfer und Arenen sind detailliert und sehen gut aus. Soundtechnisch ist Virtua Fighter 5 Final Showdown etwas mau. Die Geräusche sind ganz okay. Allerdings ist der Soundtrack eigentlich nur bessere Fahrstuhlmusik. I've got the advantage. You've got nothing. Round 1. Ready? Go! Mit Virtua Fighter 5 Final Showdown hat Sega noch einmal bewiesen, dass die Virtua Fighter Serie Street Fighter und Tekken um nichts nachsteht. Der neueste Ableger ist ein wirklich rundum gelungenes Spiel. Im Singleplayer ist das Spiel kurzweilig und spaßig. Allerdings entfaltet sich Virtua Fighter 5 Final Showdown erst richtig im Multiplayer. Ob auf dem Sofa mit Freunden oder online. Wer Prügelspiele mag, insbesondere Virtua Fighter, sollte sich den Titel für 1200 Microsoft Points zulegen. Er ist es wert. Oh.